Das Jahr 2014 geht langsam zu Ende und ich dachte mir, rede ich mal über die schlechtesten Manga, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Ich habe die Reihen, by the way, so ein bisschen sortiert. Heißt, am Anfang haben wir eher weniger schlimmere Reihen und dann zum Schluss kommen die absolut schlimmsten Manga überhaupt. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran, weil da kommen echt richtig schlimme Dinger für mich. Den Anfang macht Zombie 100, eine Reihe, die ich so vor einem guten halben Jahr angefangen habe und die ich am Anfang auch sehr mochte. Also dieses ganze Setting rund um den Protagonisten, der von seinem Job gestresst ist und auf einmal kommt diese Zombie-Apokalypse und er freut sich darüber, weil er auf einmal frei ist. Das fand ich einfach unfassbar nice und hat mich direkt gecatcht. Ich habe damals die erste Episode vom Anime gesehen und dachte mir so, den Manga muss ich unbedingt lesen. Vor allem ist es dann noch von Asso, also von dem, der auch Alice in Borderland gemacht hat. Aber mit der Zeit wurde die Reihe für mich immer uninteressanter. Es war eigentlich schon von Anfang an so, dass sie immer so Ups und Downs hatte, je nachdem, was für eine Thematik gerade irgendwie besprochen wird. Wenn es dann irgendwie darum ging, dass sie sich Gedanken gemacht haben, wie dieser Zombie-Virus überhaupt entstanden ist und sie dann auch schon so nach Lösungen gesucht haben, dann hat es mich eigentlich immer mega mitgenommen. Oder wenn es halt irgendwie um die Romanze der beiden Hauptcharakter ging, das fand ich immer mega cool. Aber wenn es dann im nächsten Chapter um so ein Partyboot geht oder die saufen und sitzen in so einem Fass, dann finde ich es halt gar nicht mehr nice. Und diese beiden Extreme haben dann dafür gesorgt, dass ich manche Bände sehr mochte, manche dafür aber so gar nicht gefeiert habe. Und wenn ich eine Reihe lese und sie mir immer wieder neu kaufe, dann will ich halt schon eine Reihe haben, die mich halt schon sehr gut unterhält und nicht manchmal sogar gefühlt gar nicht unterhält, was dann irgendwann so der Totschlag für Zombie 100 war. Die Bände sind auch nicht wirklich sonderlich dick und mit der Zeit hatte ich das Gefühl, dass sich das ganze Setting so im Kreis dreht. Die Story geht gar nicht voran, die ganze Zeit werden irgendwelche neue Charakter reingeführt und die scheinen dann auch eine ganz coole Beziehung zueinander zu haben, aber damit wird dann gar nichts gemacht. Die Charakter sind dann irgendwie an einem Punkt, wo es eigentlich ganz cool sein könnte, aber dann springt die erzählweise wieder zum Anfang zurück und so geht das die ganze Zeit und jedes Mal, bevor es cool wird, hört es dann damit wieder auf. Also es wird halt die ganze Zeit so geblueballed. Dieses Anfangssetting habe ich einfach mega gefühlt. Mittlerweile ist mir Zombie 100 einfach zu lang, weshalb ich es jetzt auch abgebrochen habe. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Würde mich übelst unterstützen und jetzt noch viel Spaß weiter mit dem Video. Kommen wir zur nächsten Reihe, die ich abgebrochen habe, und zwar Mashal. Im Gegensatz zu Zombie 100 habe ich Mashal nie extrem heftig gefeiert. Für mich war das immer ein ganz netter Read. Man hat da irgendwie den Mashal, der kämpft dann immer mit seinen bloßen Fäusten gegen Zauberer. Und das war hin und wieder eigentlich ganz witzig, aber dann hat es irgendwann angefangen, mich zu nerven. Die Witze wurden so flach und haben mich gar nicht mehr unterhalten. Am Anfang fand ich es auch schon nicht so mega lustig, aber hin und wieder habe ich noch so ein bisschen gelacht. Aber dann Richtung Ende, die letzten 4-5 Bände, ich konnte gar nichts mehr mit diesem Humor anfangen, weil jeder Charakter hat original einen Witz und der wird einfach jedes Mal gleich gekickt und da wird keine coole Pointe aufgebaut, kein cooles Setup. Es ist einfach nur, Mashal kämpft gegen einen und dann isst er einen Windbeutel, weil Mashal Windbeutel ist. Oder Lance kommt zum Kampf mit einem Shirt, wo seine Schwester drauf ist, weil er einen Schwesterkomplex hat. Und das ist halt jedes Mal so. Und das hat mich dann einfach nur noch genervt. Und was Mashal für mich irgendwie ausgemacht hat, waren einmal die Zeichnungen. Die sind immer noch mega krass. Also bis zum letzten Band fand ich die mega gut. Aber dann halt auch ein bisschen so diese Comedy. Aber irgendwann hat sich so krass gezogen. Vor allem auch dieses Setting, also natürlich ist es an Harry Potter angelehnt und daraus wird auch gar kein Geheimnis gemacht. Aber hin und wieder habe ich das Gefühl, es wird sich zu heftig daran bedient und man macht es sich zu einfach. Man versucht nicht, eigene Ideen reinzubauen. Man nimmt sich einfach alles aus Harry Potter und packt da Mashal rein, wodurch ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ey, ich lese nicht mehr Mashal, was eine Anlehnung an Harry Potter sein soll, sondern ich habe hier das Gefühl, ich gucke einem Typen zu, der in der Harry Potter Welt irgendwie rumläuft und jetzt bald gegen Voldemort oder so antreten muss. Dass ich mir wirklich dachte, ich kann jetzt ab dem Punkt auch den Film einfach gucken oder die Bücher lesen, weil der Plot gefühlt 1:1 derselbe ist, nur dass da halt Mashal rumrennt. Was ja funny ist, aber wenn Mashal nicht da ist, hat Mashal für mich gar nichts mehr außer die Zeichnung. Und nur für coole Zeichnungen kann ich auch andere Manga lesen. Deshalb hat sich Mashal für mich so zu einem der enttäuschendsten Reads aus diesem Jahr entwickelt. Als nächstes haben wir Versus, ein Manga, auf den ich mich am Anfang sogar gefreut habe. Auch wenn das Setting so ein bisschen stumpf klang von den Dämonen, die gegen die Menschen kämpfen. Und das sind quasi so deren natürliche Feinde und die Menschen können dagegen gar nichts tun. Hat sich dann in dem Band was Cooleres entwickelt. Also man hatte dann einen schönen Plot-Twist und dann kamen ganz verschiedene Wesen auf einmal und man hatte so einen riesigen Kreis aus natürlichen Feinden, wo du den einen irgendwie effektiv angreifen kannst, kann der andere dich effektiv angreifen und dann wirkt das wie so ein, ja, Pokémon-Typen-Roaster auf einmal, was eigentlich ein ganz netter Ansatz ist. Aber Versus hat zwei Probleme, und zwar einmal, dass die Bände in einen sehr komischen Zyklus erscheinen. Also Manga wie DRCL kommen auch immer zweimal in einem Jahr,
Aber ich finde, bei DSCL ist das was anderes als bei Versus. Versus ist für mich keine Reihe, die ich irgendwie so halbjährlich so lesen könnte, weil dafür ist die Story einfach zu stumpf. Und dafür hype mich dieser Manga nicht genügend, dass ich nach einem halben Jahr noch sage, boah, ja, richtig Bock auf Versus Band 2, sondern ich dachte mir einfach so, oh, Versus Band 2 ist draußen, juckt mich einfach nicht mehr so krass. Und das zweite Problem an Versus waren halt die Charakter, die waren halt super flach und anstatt man die noch so ein bisschen ausbaut im ersten Band, packt man halt so viele Charakter in den ersten Band rein, dass es einfach komplett überfüllt ist, wodurch ich irgendwie ganz niedrige Erwartungen an den zweiten Band hatte. Und ich mir dann jetzt irgendwie dachte, ich muss es eigentlich auch gar nicht weiterlesen. Es hat mich gar nicht mal so krass abgeholt. Das war ganz nett. Ich glaube, wäre der zweite Band so nach einem Monat erschienen, hätte ich es maybe weitergelesen. Aber jetzt so nach einem halben Jahr habe ich gar keinen Bock mehr auf die Reihe. Als nächstes haben wir meinen ersten Webtoon und zwar Villain to Kill. Und ich muss vorab sagen, an sich mag ich die Reihe sogar. Sie ist natürlich irgendwie so ein bisschen stumpf, jetzt nicht mega deep. Aber so zum Kopf ausschalten war sie eigentlich perfekt. Dazu hast du auch noch coole Farbpanels immer dazwischen gehabt. Und ich fand die Reihe eigentlich mega nett. Das Problem, was Villain to Kill für mich einfach hatte, ist die Tatsache, dass der Preis sich für mich irgendwann nicht mehr gerechtfertigt hat für den Spaß, den ich beim Lesen hatte. Also wenn das jetzt irgendwie so 4 Euro kosten würde, ist natürlich gar nicht machbar. Oder ich das irgendwie so online lesen würde, dann wäre es für mich völlig in Ordnung. Aber dann 16 Euro pro Band auszugeben, war mir dann doch irgendwann zu viel für eine Reihe, die mich einfach nur ja, ganz gut unterhält. Und mehr jetzt halt auch einfach nicht. Ich denke generell bei Webtoons bleibe ich erstmal so ein bisschen auf Distanz, weil für mich funktionieren die, glaube ich, online einfach so ein bisschen besser. Als nächstes haben wir den Minecraft-Manga. Und ich muss vorab sagen, ich habe mir den Manga damals nur so aus Joke gekauft, deswegen war meine Erwartungshaltung jetzt nicht mega hoch. Und ich muss sagen, eigentlich ist der Manga mega in Ordnung. Er ist halt für ein extrem junges Publikum, aber hin und wieder hat er mich doch zum Lachen gebracht und unterhalten, weil er so dumm ist und so doofe Jokes hat, dass ich es dadurch irgendwie schon wieder funny finde. Also ich glaube, ich habe bei Minecraft im ersten Band mehr gelacht als in komplett Mashal. Und das muss auch schon ein bisschen was heißen. Trotzdem, ich werde die Reihe jetzt nicht weiterlesen. Es war für mich jetzt kein schlechter Manga. Ich denke, ich bin nur nicht einfach die Zielgruppe dafür und ich will halt kein Geld dafür ausgeben. Aber wenn ich den gratis bekommen würde, ey, ich würde alles davon lesen, weil ich den wirklich eigentlich witzig finde. Aber war natürlich jetzt kein Mega-Banger. Als nächstes haben wir Leviathan und das ist für mich auch so eine Reihe, die mich so krass enttäuscht hat. Ich hatte jetzt nicht riesige Erwartungen daran, aber online wurde so hoch über diesen Manga geredet und dann habe ich den ersten Band gelesen und dachte mir, ja, der ist ganz nett, also du hast halt irgendwie dieses Among Us Setting und dann hast du gleichzeitig diese Truppe, die in der Zukunft spielt und dann immer näher dieser Kapsel kommt, um herauszufinden, wer so als letztes überlebt hat und gleichzeitig passieren dann immer wieder die Sachen mit der Schule in der Vergangenheit und dann sind da die Schülerinnen und Schüler und die kloppen sich und da will der eine als letztes überleben oder die andere will dann am Ende überleben und da wird sehr, sehr viel aufgebaut im ersten Band, deswegen dachte ich mir, ja, hole ich mir mal den zweiten Band, es könnte, glaube ich, ganz interessant werden. Und der zweite Band hat für mich die Reihe so krank an die Wand gefahren, der war gar nichts für mich. In dem Band wird original gar nichts erklärt. Ich muss sagen, ich habe den dritten Band nicht gelesen, aber nach meinem Empfinden könnte man den zweiten Band wirklich skippen, weil das sind einfach nur irgendwelche Side-Character, die einfach irgendwas machen und man kennt die einfach gar nicht. Im ersten Band wurde schon dieser Protagonist kaum so richtig ausgeleuchtet. Du hast einfach nur dieses Setting, dann hast du noch seine Mitschülerin, die auch so ein bisschen sass ist, dann hast du seinen komischen Lehrer, dann hast du diesen Roboter und alles wird nur so ein bisschen, ja, so in den Raum reingeschmissen, aber gar nicht weiter erklärt. Und im zweiten Band, diese ganzen Charakter werden einfach ausradiert und es werden sich einfach irgendwelche neuen ausgedacht und dann versucht man noch irgendwelche Themen anzusprechen, wie die Schere zwischen Arm und Reich, weil du dann irgendwie zwei verschiedene Klassen hast und die eine Klasse, die war früher ganz reich und die andere Klasse ist ganz arm und dann kloppen die sich und töten sich. Und ich denke mir so, warum sollte mich das jucken? Also klar, dass es eine Schere zwischen Arm und Reich gibt, ist obvious, aber du kannst halt einfacher oder plumper dieses Thema nicht erklären als, ja, die bekämpfen sich. Dann bekämpfen sich da irgendwie zwei Gruppen von Menschen, zu denen ich gar keinen Bezug habe. Da interessiert mich ja nicht, wer von den beiden überlebt, weil im Endeffekt kann ja eh nur einer überleben. Und dieser Protagonist und das Mädchen, die werden so gar nicht beleuchtet. Und es ist einfach komplett egal, was in diesem Band passiert ist. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich lese die Reihe nicht mehr, hat mich gar nicht abgeholt. Deshalb für mich schon eine sehr große Enttäuschung für dieses Jahr gewesen. Jetzt kommen wir wirklich zu den Reihen, die ich wirklich sehr schlecht in diesem Jahr fand. Und der Anfang macht Alice in Borderland Retry, das Sequel von Alice in Borderland. Und ich check nicht, warum dieses Sequel überhaupt existiert.
Ich finde, Alice in Borderland hat nicht das geilste Ending, aber es war okay für mich, dieser Abschluss. Und ich bräuchte dazu jetzt nicht wirklich ein Sequel. Und da macht das Sequel, finde ich, alles falsch. Erstmal befasst es sich wieder mit den Main-Charaktern. Anstatt irgendwie neue Charakter introduced und die dann ihr eigenes Spiel haben, holst du dir diese alten wieder raus. Und dann durchlaufen die irgendein Character-Development, was gar kein richtiges Development ist. Und am Ende denkt man sich so, das bringt gar nichts. Also diese zwei Bände sind original nichts. Und damit kann man gar nichts anfangen. Da gibt es ein, zwei interessante Informationen, aber die könnte man auch irgendwie online im Internet nachlesen und muss dafür nicht Retry lesen. Die spielen ein einziges Spiel, ist in meinen Augen eines der schlechtesten Alice in Borderland Games. Höchstens das erste Alice in Borderland Game war vielleicht schlechter oder auf dem gleichen Level, aber extrem underwhelming. Eine Gruppe von Leuten, die nicht uninteressanter sein könnten, weil du hast ja zu denen gar keinen Bezug und im Endeffekt ist es ja auch egal, wer von denen überlebt, weil du ja weißt, dass es nur so ein Sequel ist und das direkt abgeschlossen sein wird. Das hat mich so krass enttäuscht und hat auch für mich echt dazu gesorgt, dass ich jetzt dieses Spin-off, was jetzt demnächst kommt, auch nicht lesen werde, weil Retry war für mich echt absolut unnötig und hätte ich gar nicht gebraucht. Als nächstes haben wir Bakuman. Und zwar habe ich mir damals diese Platin Edition geholt und hatte dann den ersten Band hier die ganze Zeit rumliegen. Und nach einem halben Jahr dachte ich mir so, ey komm, kannst du ja auch mal lesen. Ich kann ja jetzt nochmal Bakuman anfangen. Ich hatte eigentlich auch Bock darauf. Dann habe ich den Manga angefangen und ich glaube nach so 70-80% abgebrochen, weil ich mir dachte, das ist der größte Incel-Manga, den ich wahrscheinlich jemals gelesen habe. Diese zwei Hauptcharakter sind einfach so extrem ekelhaft. Dann sitzen die auf einem Dach und dann werden solche Sätze gedroppt wie, ja, Mädchen XY ist eigentlich voll dumm, weil auch wenn sie in der Arbeit und in den Klausuren immer ganz gute Noten hat, ist sowas gar nicht anziehend für uns Männer. Und Mädchen Y ist eigentlich die Schlauste, weil auch wenn sie dumm ist, sieht sie gut aus und sie weiß genau, dass die besten Chancen in ihrem Leben darauf stehen, irgendwann später einen reichen Mann zu heiraten. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, das sind halt so zwei Schüler, natürlich sind die so ein bisschen edgy und haben komische Weltansichten. Nur das Problem ist, dass das einfach nie in Frage gestellt wird, sondern das wird einfach so in den Raum gestellt und dann als richtig abgetan und keiner hinterfragt es irgendwie, wodurch das für mich jedenfalls so wirkte, als wäre das nicht die Weltansicht von zwei jüngeren pubertierenden Schülern, sondern eher die Weltansicht der zwei Mangaka hinter dem Manga. Jedenfalls war das für mich absolute Incel-Scheiße und ich hatte darauf gar keinen Bock. Und deshalb habe ich den Manga nach dem ersten Band abgebrochen. Aber was kann jetzt schlimmer sein als ein Incel-Manga? Und zwar ein langweiliger Incel-Manga, und zwar 20th Century Boys, das Spin-off davon. Ey, das hat mich so krass enttäuscht. Ich finde, das haben die so gegen die Wand gefahren. Ich dachte wirklich, wir würden da irgendwie einen coolen Band bekommen mit mehr Informationen. Und im Endeffekt gucken wir einfach so zwei Autoren zu, wie die irgendwelche sexistischen Manga droppen. Und dann wird gesagt, ja, der Manga ist scheiße, mach mal lieber dies, das und hast du nicht gesehen. Und die denken sich dann so, ach, jetzt müssen wir noch größere Brüste machen. Ja, okay, machen wir. Und das ist quasi der Joke jedes Mal. Und das klingt zwar irgendwie witzig, aber im Endeffekt ist es einfach nur Folter für ein Band. Ich habe, glaube ich, irgendwie ab der Hälfte aufgehört, weil auch wenn ich 20th Century Boys übelst liebe, hat das für mich eigentlich fast gar nichts damit zu tun. Und außer so ein bisschen Name-Dropping und Fanservice war der Manga für mich so eine riesige Enttäuschung. Aber der schlechteste Manga, den ich in diesem Jahr gelesen habe, geht ganz, ganz klar an Made in Abyss. Boah, das war echt mega Horror, diesen Manga zu lesen. Man hat ja vorher schon so ein bisschen was darüber gehört, dass der Kinder sehr sexualisieren sollte. Und irgendwie konnte ich mir das nie so richtig vorstellen, weil ich mir immer dachte, der sieht so interessant aus, soll so ein gutes Worldbuilding haben. Und dann zwei Chapter später sieht man dann, wie so eine 8-Jährige nackt gefesselt von der Decke hängt und dann geschlagen wird. Und ich denke mir so, what the fuck, was hat das bitte für einen Mehrwert? Das hat auch nichts mit Worldbuilding zu tun, das ist einfach nur weird. Warum sollte man so etwas zeigen? Oder es wird ganz genau beschrieben, wie sie dann irgendwie auf Toilette geht. Es ist so weird, wodurch das für mich einfach so unangenehm zu lesen war. Und eigentlich fand ich, der Manga hatte so krasses Potenzial, weil dieses Worldbuilding wirkte eigentlich ganz cool. Aber das Problem ist halt einfach, wenn ich halt in jeder Szene irgendwelche nackten Kinder sehe, ist es für mich einfach zu unangenehm und zu weird, dass ich da irgendwie drüber hinwegsehen kann. Weshalb Made in Abyss für mich wahrscheinlich so die weirdeste und anstrengendste Manga-Erfahrung jemals war. Ich habe mich ganz, ganz dreckig gefühlt und ich habe mir, glaube ich, damals die ersten 8 Bände geholt und habe dann ab dem 2. oder 3. Band aufgehört. Und ich habe mich davor schon hin und wieder ein bisschen durchgequält, hatte dann trotzdem noch so ein bisschen die Hoffnung, ey, vielleicht ist es nur am Anfang so, aber es ist die ganze Zeit so mega schlimm. Deshalb für mich der schlechteste Manga, den ich in diesem Jahr gelesen habe. Welche Manga waren für euch die schlechtesten in diesem Jahr? Welche habt ihr bereut zu kaufen oder seid davon enttäuscht gewesen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und ciao.